Ich bin Irina und lebe seit 8 Jahren in Deutschland. Mein Projekt Integrationsvorbilder, das bin ich. Das Leben einer Migrantin. Mit Höhen und Tiefen, mit Enttäuschungen und Kampf um Glück. Meine Erfahrungen möchte ich weitergeben an Menschen, die neu in Deutschland sind und ihren Platz in der Gesellschaft finden möchten. Hallo, 2015 habe ich meine Heimat Syrien verlassen. Ich heiße Mustafa und bin Kurde. Mein Lebensmotto hat mir meine Oma mit auf den Weg gegeben. Eine Hand kann allein nicht klatschen. Unter diesem Motto hatte ich Workshops für Flüchtlinge und Einheimische, um beiden Seiten zu zeigen, dass Integration laufen kann. Gleich am zweiten Tag nach meiner Ankunft in Hum habe ich im Pflegeheim nachgefragt, ob ich ehrenamtliche helfen kann. Das war mein erster Schritt zur Integration. Ich bin Siva und komme aus Syrien. Inzwischen arbeite ich in meinem Beruf als Chemikerin. Ich habe in Deutschland viel Unterstützung erfahren und diese möchte ich meinen Landsleuten ermöglichen. Gemeinsam kurbeln wir Integration an! Endlich ist es soweit. Ich kann mir eine Wohnung in Hof suchen, aber wie mache ich das? Da kann ich dir helfen. Komm mit. Bitte. In unserem Workshop sprechen wir heute darüber, wie man eine Wohnung findet. Hier wollt ihr die Kunde. Ja, sehr gut. Wir sprechen über den Mietvertrag, über die Mülltrennung, wie man sich lüftet und wie man sich teilt. Ich möchte gemeinsam mit anderen Musik machen, aber wo muss ich hingehen? Du spielst ein bisschen Gitarre? Da habe ich eine Idee. Komm mit. Ja. Hier ist die Musikschule, hier kannst du Gitarre spielen lernen. Ja, prima. Hallo. Hallo, Wasim. Hallo, grüß dich. Ich bin. Danke. Wasim, ich gebe dir mal meine Gitarre. Danke. Wir kurbeln Integration an. Wir geben unsere eigene Erfahrung an unsere Landsleute weiter. Wir bauen Brücken zwischen Einheimischen und Zugewanderten. Wir haben das Ticket in unserer Gesellschaft. Hier ist das Rathaus. Hier könnt ihr euch anmelden. Kommt mit! Wir kurbeln Integration an. Wir geben unsere eigenen Erfahrungen an andere Zugewanderte weiter. Wir bauen Brücken zwischen Einheimischen und Migranten. Wir haben das Ticket für unsere Gesellschaft. Wir brauchen eure Unterstützung. Mit eurer Spende können wir Neuankömmlinge an die Hand nehmen und so Integration beschleunigen. Spendet jetzt!